Skinners, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem neuen Top 10 CSGO Skins Video. Heute sind die R8 Revolver dran, somit haben wir dann auch endlich die Pistolen und Revolver eben abgeschlossen und können dann mit den weiteren Skins fortfahren. Die Revolver waren gar nicht mal so leicht, denn es waren nur so wenige. Ich glaube, es gibt nur 7 oder sowas. Ich weiß nicht mehr. Ich habe nur eine Top 5 gemacht. Die sind echt ziemlich ranzig. Also wenn man sich hier zum Beispiel meinen 5. Platz anschaut, ist es schon echt lächerlich. Also das auf meinem 5. Platz, oh Gott, meine Nase, ist die Bone Mask zu sehen. Man hört, meine Stimme ist schon etwas besser geworden, finde ich. Aber ich bin noch, bin jetzt irgendwie verschleimt. Also so in sich hier. Ich merke, dass es hier zu ist, nebenhöhlentechnisch. Meine Nase fällt manchmal zu. Oder meine Stimme geht so weg. Aber an und für sich habe ich es, glaube ich, schon überstanden. Ich habe vorhin Top 10 gesagt, es ist wie gesagt jetzt nur ein Top 5, weil es ja so wenige gibt hier bei den Revolvern und wirklich die Auswahl sehr bescheiden ausfällt. Auf meinem 5. Platz ist die Bone Mask oder der Bone Mask Revolver. Es war einfach das kleinste Übel aus den Übeln, die man so wählen konnte. Das Teil ist übrigens 10 Cent wert. In Factory New auf CSGO Stash. Wieder die Preise. Auf Platz Nummer 4, der R8 Revolver Crimson Web. Danach haben schon einige gefragt nach diesen Crimson Web Waffen. Ich glaube, der Revolver ist nicht das einzige, das Crimson Web sein kann. Ne? Es gibt, glaube ich, noch ein Knife, soweit ich mich recht entsinne. Und noch irgendwas, noch eine Waffe, oder? Ist ganz schick. Wenn es nur rot wäre, hätte ich ihn nicht genommen. Aber ja, ich mache die Shader noch an, Moment. So, hier ist nochmal mit Shadern. Ich finde diese schwarzen Linien, beziehungsweise eben das Spinnennetz, dann doch recht schick. Man könnte es noch ein bisschen stärker ausarbeiten, oder es hätte stärker ausarbeitet sein können. Aber an und für sich ist es doch ein ganz schicker Skin. Ich meine, gut, es spielen nicht viele die R8. Es spielen nicht viele den R8 Revolver. Ich spiele ihn ganz selten. Ich habe ihn damals, als er eingeführt wurde, gespielt, weil ich dachte, oh cool, eine neue Waffe. Und habe ihn auch so mittelmäßig gerne gespielt, aber er passt in dieses Gesamtrepertoire irgendwie nicht so richtig rein. Also ich finde, die Waffe an sich, der Revolver, passt nicht so ganz in CSGO rein. Also so kommt es zumindest mir vor. Dieser Skin ist 3 Euro wert in Factory New. Auf meinem Platz Nummer 3 ist der R8 Revolver Amber Fate. Ich denke, es war einigen klar, dass mir das Revolverchen ganz gut gefällt, beziehungsweise der Skin dazu. Diese Fate-Geschichten sind an sich ja ziemlich hübsch, wobei ich jetzt finde, dass diese Ausarbeitung auch nicht die beste ist, aber naja, sieht auf jeden Fall besser aus als die 2 Skins davor. Also ich finde, der Platz ist schon gerecht fertig, dieser Platz auf dem Ranking oder in dem Ranking. Dieser Skin ist 62 Cent wert. Jetzt kommen wieder meine 2 letzten Skins. Ich weiß, dieses Mal ging es leider sehr, sehr schnell. Ich habe von der Aufnahme her sind wir bei lächerlichen 5 Minuten. Das ist ein wenig schwach. Aber naja, überlegt mal, was könnten wohl meine 2 Top-Skins sein? Und natürlich könnt ihr auch gerne wieder eure Top 5 Revolver-Skins raushauen, wenn ihr denn welche habt. Da die Revolver so selten gespielt werden, kann ich mir nicht vorstellen, dass viele von euch den Plan dazu haben, also dass sie sagen, oh ja, Revolver, da habe ich mir die besten Skins schon, seit Jahren habe ich die im Kopf. Und vor allem, wer spielt Revolver? Spielt von euch jemand Revolver? Und wenn ja, könnt ihr vielleicht sogar noch dazu schreiben, warum? Was ist der Grund, warum ihr lieber Revolver als Deagle spielt? Würde mich echt interessieren, weil ich finde dann doch die Deagle deutlich angenehmer. Nun ja, machen wir weiter. Auf meinem Platz Nummer 2 ist der R8 Revolver Fate. Ich habe jetzt hier im Stat-Track ausgewählt, aber wir denken uns das Stat-Track einfach mal wieder weg. Meine Stimme, wie sie springt. Der Skin ist Factory New ohne Stat-Track, 6,14 Euro wert. Wie gesagt, die Preise sind von CSGO Stash. Ich wurde schon einige Male verbessert. Da hieß es dann, hey, der Preis ist ein bisschen zu hoch oder ein bisschen zu niedrig. Lirum Larum, aber naja, ich muss mich halt an irgendwas festlegen. Und diese Preise sind, wie gesagt, von CSGO Stash. Da erstelle ich auch immer meine Listen. Also da schaue ich mir die ganzen Skins auch erstmal an, dass ich sie mal im Ganzen vor mir habe. Und ja. Der 8 Revolver Fate gefällt mir deutlich besser als Amber Fate, dieses pinke oder rosane Männer und Farben, ihr wisst ja, wie es ist. Ist es jetzt sogar schon eher purple? Das ist doch pink. Jede Frau, die jetzt kommt, sagt doch auch, das ist pink und das ist gold. Und in der Mitte ist es, keine Ahnung, Lachs oder sowas. Frauen und ihre Farben. Als Mann sagt man, das ist rot und gelb. Und da vorne ist es grau. Auf meinem Platz Nummer 2. Sehr schickes Teil. Wie gesagt, 6,14 Euro in FN. Ohne Stat-Track. Auf meinem Platz Nummer 1 befindet sich die R8. Aber sag ich mal die? Befindet sich der R8 Revolver Reboot. Das ist ein heißes Teil, oder? Ist das nicht krass? Das sieht so richtig plastisch aus. Das ist einfach so ein geiler Skin. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal gespielt habe. Also falls ich den Revolver mal irgendwann wieder spielen sollte, werde ich ihn auf jeden Fall mit diesem Skin spielen. Das ist so eine krasse Ultra-Dynamik. Bisschen Robocop-mäßig. Und Future-Kram ist einfach nur geil. Detailliert bis ins geht nicht mehr. Hier diese Punkte da drauf, diese Markierungen alle. Guck mal hier vorne, am Magazin, da lang wird dann die Kugel reingeladen. In die Richtung, nach vorne schießt das Teil, nicht nach hinten. Ich würde mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sogar sagen, dass es niemanden gibt, der den R8 Revolver Reboot nicht auf seinem Platz 1 hat.
Das sage ich jetzt einfach mal so ganz frech, hoppala. Ich weiß, Optik, Aussehen, jedem das Seine, Geschmack. Aber das geht über jeglichen Geschmack hinaus, das Teil. Und vor allem mit den anderen verglichen ist es einfach der bestaussehendste Skin. Haben alle anderen Revolver auch diese Schiene oben gehabt für Aufsätze? Nee, oder? Eigentlich kann ja ein Skin nicht das Model verändern. Nee, das wird überall drauf sein. Aber hier fällt es mir halt besonders auf, weil auch der Schlitten weiß ist. Und eben obendrauf hier diese Schiene ist für Aufsätze, für kleine Fernrohre oder Green Dots, Red Dots oder irgendwie sowas halt. Optische Zielhilfen. Sehr nice. Sehr cool. Finde ich edel. Das war's auch heute schon für das Video. Ich hoffe, ich kriege es pünktlich hochgeladen. Es ist jetzt schon gleich 16 Uhr. Schnell schneiden, schnell rendern, schnell hochladen. Könnte ich vielleicht sogar in einer Stunde schaffen, weil es ja ein recht kurzes Video ist. Wer weiß. Wir haben jetzt hier gerade viel im Haus zu tun. Meine Freundin ist da und da ist es halt immer schwierig, mich dann hinzusetzen und voll vorzuarbeiten und so nicht. Und ich kann meine Stimme leider noch nicht allzu lange beanspruchen, weil sie dann so arg hochspringt. Ne? Also ich bin sehr froh, dass ich anscheinend die Erkältung komplett überspringen konnte und ich mich direkt in der Regenerationsphase befinde. Das ist sehr, sehr wichtig. Also ihr wisst ja so als YouTuber, wenn oder halt auch generell, wenn du beim Fernsehen arbeitest oder beim Radio, ist es kacke, wenn deine Stimme plötzlich versagt. Leute, vielen Dank. Auch wieder richtig, richtig krass mit den Daumen gestern. Wie viel hat es gehabt jetzt heute? Ich weiß nicht, ob es 115 oder 155 waren für das Video von gestern. Vielen Dank dafür. Ihr seid brutal. Ich weiß, dass diese Top 10 Videos nicht so gut laufen. Ich weiß, dass sie ganz gut bei euch ankommen. Aber ich weiß, dass sie an sich im Vergleich zu den Overwatches und den Matchmaking-Folgen natürlich nicht so gut laufen. Aber ich denke, hier können wir auch easy die 50 plus Daumen schaffen. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Aufrufe haben denn die Top-Videos hier bei mir meistens. Ich glaube, diese Top-10-Videos haben meistens so 300, 400 Aufrufe und zwischen 50 und 100 Daumen nach oben. Oder ich sag mal Daumen insgesamt. Daumen nach unten zähle ich auch einfach in die Daumen rein, weil Interaktion ist Interaktion. Also so zwischen 50 und 100 Daumen haben die Teile schon. Ich bin gespannt, wie die nächsten Horror-Videos bei euch ankommen werden. Einige von euch wollen mich ja schon fast dazu zwingen, dass ich Resident Evil 7 mache. Das wird dann auch wieder was werden, was wahrscheinlich recht wenig bis gar nicht geschnitten ist, weil bei Horrorspielen ist es eher schwierig, so viel Handlung wegzuschneiden. Da ist es ja sehr wichtig, es komplett eigentlich zu sehen. Ich habe jetzt schon Angst davor. Es steht noch nicht fest. Es steht noch nicht fest. Mal schauen. Das kommt dann in einem anderen Video. Vielen Dank für alles, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich habe hier schon die Novas angefangen, die Schrotflinten. Mit denen geht's ja dann weiter. Und ich kann bestimmt nicht erraten, was ich da habe. Ich habe schon Platz 1 und Platz 2. Habe ich schon fest stehen. Stehe ich gerade mal. Ich bin halt ein richtiges Opfer. Aber